Moin und hallo und ein recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farming Simulator 2020. Oh, 22? Ne, 22, Entschuldigung, ich bin verwirrt. Ja. Auf der schönen Karte so Old Farmers. Was steht heute an? Wir machen unsere Maschinen wieder sauber. Nebenbei hier schön Mettbrötchen holen. So ein schönes kleines Mettbrötchen essen. Falls ihr euch fragt, ja, ich habe immer Hunger. Ich könnte rund um die Uhr essen, wenn es danach ginge. Andere können es nicht, ich kann es. So, wir fangen natürlich bei den Treckern an. Erstmal kurz in die Reinigung. So, tralla. So, da ist der Trick auch wieder sauber. Wenn wir ihn mal warten, schnell. Einfach mal kurz reparieren hier. Und zwar alles einmal durchreparieren. Im Zustand, das kann ich nicht reparieren, okay. Einmal voll tanken, das machen wir aber auch jetzt mit allen Fahrzeugen. Also natürlich, wenn es sein muss hier mit warten und bitte mal tanken. Oh ja, der braucht es. So. Einmal hier. Weiter geht's. Einmal warten. Reparieren. Einmal tanken. Den hier.
Aber der braucht jetzt nichts außer eine kleine Wäsche. Der wurde ja so selten benutzt. Aber wenn er jetzt noch länger hier rumsteht, dann werde ich ihn verkaufen. Es bringt nichts, ihn jetzt hier noch aufzubewahren, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Ist ja schön, dass ich noch einen habe, ja, aber. So. Was sagt der Mähdrescher? Na, ab in die Reinigung. Das ist praktisch übernehmen. Einfach bis geradeaus durch. Ja, der Lack plättert sich auch schon ab. So allmählich. Oh. Ah, der braucht auch noch nichts, außer eine Wäsche hat er gebraucht. So, dann war es jetzt erstmal mit den vier Maschinchen. Dann geht's weiter jetzt mit dem Auto, LKW. Auf jeden Fall das Auto. Oh, wir sind ja gerade einmal zu Hause. Holen wir jetzt noch schnell ein Mettbrötchen. Mettbrötchen. Lecker. Der braucht auch noch nichts. Das ist schön, das gefällt mir. Oh, so eine Wäsche. So. Nebenbei hier ein Mettbrötchen essen. Sehr sauber. Weitergehen mit meinem kleinen LKW. Der braucht hier ein bisschen Tank. Der wurde jetzt auch oft benutzt. Wartung braucht er jetzt noch nicht. Aber Wäsche.
So. Ob ich hier auch die Straße reinigen kann? Nee, schade. So. Da funkelt und blitzt da wieder. Fällt mir so. So, der Lackzustand ist noch gut. So, dann haben wir aufgetankt. Oh. Dann haben wir eigentlich alles gemacht. Alles aufgetankt, alles repariert. Zumindest das, was wo sein musste. Viel war es ja jetzt nicht. Bums, ab in die Nürschler rein. Da ist doch schon die erste. Erste Stiege. Hab LKW von verlernt, na toll. Hier nach oben? Tatsache. Ich kann hier nach oben. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Gut. Dann steht jetzt eigentlich nur noch an. Ich habe endlich die Möglichkeit bekommen, hier eine neue Produktion zu kaufen. Also hier die Produktion, die wir haben wollten, haben sie zu mir gesagt, ich muss sie leider selber bauen. So wirklich gepasst hat es mir nicht, aber was will man machen? Was will man machen? So, die packen wir natürlich so gleich daneben. So. Oh, dann können wir eigentlich gleich den Trecker rausholen und gleich erstmal befüllen. Ich konnte echt nicht fahren. So. Wieder N. Ja, die können sich auch nicht entscheiden hier. Da füllen wir jetzt im Mais rein. Wo haben wir es denn? Mais, Mais, hier, Mais. So. Nein, weiter knapp. Jetzt hat er zu prügeln hier. So, tun wir mal das Mais abladen. Und während es ablädt, werden wir mal gucken, ob wir die Produktion jetzt anschmeißen können. So, was brauchen wir denn? Hier brauchen wir Hafer. Popcorn ist mit Mais und Müsli ist mit allem. Oh Gott.
Dann machen wir erstmal Popcorn. Aktivieren. So, dann holen wir auch noch die letzten 4000 Liter. Weiter geht's. So, und damit wollte ich sagen, endet unsere Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und unser kleiner Hoftag heute und unsere neue Produktion. Ja, schaut doch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich bin der Benny. Sage, ich bin raus. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.